So I didn't dream it. Father used to tell me the troll stories were myth, but he was wrong. And you're not the scary monster that everyone says you are. What are you doing here? Where did you come from? Are there more of you? Hey, steady there, big guy. I have no idea where I am. Can you even understand what I'm saying? Blah, blue, blee, blah. Blah, blee, blah, blee, blah. Well, perhaps you do understand me. So it's agreed. We get through this together. Oh no! Not again! I thought that rockfall finished them off. Where are they coming from? Okay. Die sind doch schon tot, oder? Was? So. Ah, okay. Erstmal herzlich willkommen zurück. Das war ein bisschen, also ich kann anscheinend. Oh Gott, ich muss den halt so mit aufsteigen. Darf ich nicht? Darf ich natürlich nicht. Ich darf nicht aufsteigen. Ja, immer die Sache habe ich mir eh gefragt, so versteht ihr uns überhaupt? Kann ja vielleicht möglich sein, aber wenn er nie mit irgendwelchen Leuten zu tun hat, eher schwierig. Und scheint halt ein ganz netter zu sein. Ich denke mal, im Großen und Ganzen wird es eine Geschichte werden, einfach nur, in Anführungszeichen, von einer Freundschaft zwischen den beiden. Und dass die vielleicht Mutti retten oder so. Und ich denke, den großen Feind haben wir ganz am Anfang vom Spiel gesehen, ne? Dass wir uns gegen den wehren müssen. Damit er nicht irgendwann in einem Käfig landet oder so oder eine Attraktion wird, ne? So wird es ja wahrscheinlich. Der komische Typ da, das wird er wahrscheinlich so wollen. Also, ja. Entschuldigung. Okay, das Folgen. Ich mache mir ganz ehrlich, auch wenn ich mit Sperren nicht gut bin, ich mache mir erstmal welche. Ich hoffe bloß, dass wir nicht irgend... Ja, Mann, was willst denn du? Okay. Das wollte ich nämlich eigentlich machen. Dass wir nicht irgendwann das Messer mal schärfen müssen oder so, ne? Kann ich eigentlich mit ihm auch hoch? Hä, aber was soll... Ich dachte, ich kann mit ihm jetzt da hochkrabbeln. Deshalb, ich war gerade ein bisschen... Kann ich mit ihm da nicht hoch? Kann ich mit ihm auch schnell? Jo, kann ich. Aber das ist doch gar nicht die richtige Richtung. Ich muss doch hier über den... Hä, warum ist denn der abgestiegen? Hier, genau da wollte ich hoch. Warum ist denn der Oh, der verliert seinen Halt, oder was? Nee, hä, jetzt geht's. Also, ja, ein bisschen merkwürdig, weil ich dachte, Dings darf nicht mit rüber hier, aber okay. Achso, ich wollte gerade sagen, das für eine komische Geräusche im Spiel. Ich weiß nicht, ob man das über ein Mikrofon hört, aber ich glaube, da sieht irgendjemand. Look, there's more creatures around here. Ja, die machen wir alle tot. Oder? Wow, look at this place. Ja. Ja, toll. Okay, ich wollte gerade sagen, die zu treffen ist halt ein bisschen. Vielleicht sollte ich mit ihm, mit dem großen Jungen, ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich. Was ist das? Hä? Was wollt ihr denn? Nee, Flügel will ich ja nicht ablegen. Hä?
Ich bin gerade ein bisschen so. Ich weiß ja nicht, wie es Otto geht, aber ich glaube, mit ihm sind wir hier schneller durch. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, an den Punkt kommen, wo sich die Wege nochmal trennen werden von den beiden. Werden wir noch gesehen? Da vorne ist noch irgendwas. Hä? Von wo denn? Alter, Otto, werde ich. Haben wir es nur? So, jetzt ist er weg, oder? Jo. Alles wieder, er ist wieder safe. So, was ist jetzt mit dem Flügel? Was soll ich mit dem machen? Look. That looks like the way out. Up there, behind the plane. Ich bin ein bisschen verwirrt, wo ich mit dem. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da. Ja, um den Flügel abzulegen, aber was. Warum kann ich ihn überhaupt mitnehmen? Ich dachte, das wäre ein toller. Ah ja. Warte. Packen wir mal hier hin. Weil ich dachte, das wäre ein schöner Weg. Ein schönes Ding, wo, was wir vielleicht so als Weg, aber er steckt es halt nur in den Boden. Ich bin ein bisschen verwirrt. So, warte mal, Steuerrad. Hey, warum kann ich ihn nicht aufheben? Bin ich nicht nah genug dran? Ich meine, mein Weg führt mich auch hierher. Deswegen doch da hoch. Kann ich da hoch? Okay, bei Otto muss ich halt echt. Ach! Warte mal, ich will mal probieren. Okay, geht gar nicht. Ich meine, wir müssen ja zusammen, ne? Okay, an den Punkten kann Otto beides nicht mit hochkommen, ne? Wenn ich es richtig gesehen habe. Jo, ist hier auch so. Aber. Oder dann einfach doch zum Flug. Diese Markierungen verwirren mich halt auf der Minimap. Wow, das ist das doofe Flugzeug. Er hat auch gesagt, beim Flugzeug. Und ich dachte erst, dieses Rot-Otto heißt, dass er, wenn ich rumrenne, dass er gleich runterfällt. So, hier kann ich aber nicht hoch, ne? Nee, kann ich nicht. Ich, hä? Kann ich eigentlich mit ihm hier hoch? Das Blöde ist halt, wenn du Assassin's Creed spielst, dass du eigentlich überall hochkraxeln kannst. Das ist ja das Schlimme. Er hat gesagt, da. Oder muss ich mit dem Flügel doch was machen? Über das Flugzeug. Ich bin maximal gerade verwirrt. Kann ich hier hin? Hier kann ich ja auch nicht hoch. Okay, das. Also ich weiß zum Beispiel auch, dass das Spiel ein bisschen länger dauert. Aber so wie ich mich jetzt hier gerade anstelle, wird das wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern. Ich will bloß mal gucken, ob ich mit ihm hier hoch könnte. Nee, da komme ich nicht mal durch. Aber ich kann auch den. Warum kann ich den scheiß Flügel nehmen? Das ist halt die Frage. Ich dachte, damit kann ich mir sowas wie eine Brücke bauen. Oder war der bloß optional, um irgendwelche Viecher kalt zu machen? So, lass mal nehmen. Um Flügel abzulegen. Alter. Oh Gott. Also wenn er das bloß wieder in den Boden steckt. Obwohl, warte mal. Ach nee, ich komme ja hier nicht rein. Ja, super. Jetzt komme ich mit Dings da auch nicht rein. Ich meine, hier gibt's. Das sieht halt immer so aus, als ob ich da irgendwie hin könnte oder hoch könnte. Oh, das war aus Versehen. Ausrüsten? Den Feiern betäubt mich für eine Weile, verwendet Zauber in Gesundheit, sodass sich der Troll selbst heilen kann.
Also nicht, dass ich sehe, dass sie uns irgendwie wehgetan hätte, aber ja. Hä? Ich meine, ich kann mit ihm ja, nur einen bestimmten Stein. Aber er hat doch selber gesagt, ey, beim Flugzeug da, das ist der Weg raus. Warte, komm mal her. Weil ich mir in der Hoffnung, dass das so schnell. Vielleicht stand ich auch nicht nah genug dran. Vielleicht muss ich den Flügel dafür nutzen. Ja, lass dir Zeit, Großer. Das kann auch sein. Also, dass ich den Flügel direkt davor stellen muss, um dann da hochzukommen. Weil so. Nee, geht da nicht. Aber warum kann ich mit ihm da zum Beispiel. Warte mal, ich nehme mal den blöden Flügel. Mal gucken, ob das funktioniert. Ach toll, er steigt wieder ab. Also, wenn ich das direkt davor. Na, dass ich dann bei dem Flügel hochkomme. Ah, Alter, wir haben es gleich. Hoffe ich. Also, dass er den Flügel nutzt, um da hochzukommen. So, und so nah ran, wie es geht. Ich glaube, das ist wirklich bloß eine Waffe, oder? Ich kann den scheiß Flügel nicht mehr ablegen. Ja, gut, dann hat sich, ja, das hat sich erledigt. Wisst ihr, was wir dann mal machen? Okay, also, bevor ich wahrscheinlich dann, mal einen kurzen Cut mache. Ich weiß, dass Otto da nicht hochkommt. Oder kann nur Otto da? Das könnte natürlich auch sein. Nein. So. Warte, warte, wo steht da rum? Ach ja, seine Ausdauer. So. Okay, hier komme ich hoch. Vielleicht habe ich auch halt einfach bloß was übersehen oder. Ne? Ich dachte, ich muss das mit ihm jetzt zusammen machen. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Ich dachte, ich muss halt beide hier irgendwie hochkriegen unbedingt. Und lauter da müssen wir ja auch. Also, wenn das jetzt ein bisschen sehr lange gedauert hat und. Ne, sorry, aber irgendwie bin ich da jetzt nicht so wirklich durchgestanden. Ne? Durchgesteigt. Wow, it's a long way down. Hä? Warum soll ich mich mit dem Gesicht zur Kante stellen? Warte, warte, warte. Hoch. Drücke allein, um eine Kante zu sp was? Um zur Kante zu sprinten und zu springen. Ah, okay, das macht er automatisch. Da muss ich nicht weiter drücken. Ja, schön. Ist halt ein bisschen komisch, ne? Weil bei den meisten musst du wenigstens trotzdem noch X drücken, damit er springt. Aber ich werde da schon mich irgendwie reinfuchsen. Hoffe ich mal. Problem ist halt bloß, er kann mir ja nicht folgen. Oder ich kann ihm einen Weg bahnen. Achso. Ich habe nicht das Gefühl, dass. Oder? Als ob er gleich kotzen muss. Was ist mit dir, ja, Otto? That gap. It's too big to jump across. Ah, okay. Warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. Müsste er mich nicht rüberhieven können? Oh, warte. Ich habe eine Idee. Ich habe da ja hinten was liegen lassen. Weißt du, es ist eigentlich so. Ja. Man könnte eigentlich sagen, theoretisch liegt es auf der Hand. Also, ich hoffe, dass das funktioniert. Er hält es zwar ein bisschen komisch, ne? Aber besonders, Alter, unser Bigfoot hier, der hat ja überhaupt keine Ausdaueranzeige. Dem geht es ja immer super.
Warum kann das nicht Dings machen? Ja. Ich hoffe, das ist also auch der richtige Weg. Danke. Aber jetzt muss ich mich wieder alleine wehren, ne? Warum habe ich da zwei? Mich verwirrt halt, dass da zwei so eine Pfeile sind. Ja. Könnte ich hier... Warte mal, ich muss mal gucken, was da... Ja, gut. Ich wollte eigentlich bloß gucken, was... Wer hat mich jetzt gesehen? Oh. Ich habe das jetzt bloß in der Hoffnung gemacht, dass wenn ich jetzt die angreife und kalt mache, dass mich kein Wetter reingreifen kann, dann sind die mich schon mal weg. Außerdem, wir müssten ja mal gucken. Was? Achso, ja, parieren werde ich nicht. Parieren werde ich nicht. Hallo? Okay. Mann, warum weichst du nicht aus? Oh, ja, weil er keine Ausdauer hat oder was? Ich bin tot. Meine Waffe ist kaputt. Nee, das Ausweichen hat mit der Ausdauer nichts zu tun. Mann, Junge! Oder es hat... Toll. Ja, ich versuch's nochmal. Vielleicht muss ich doch parieren. Ich meine, das hat... Ne, auf dem Spot kam ja Hellblade jetzt eigentlich davor. Da war es ja auch so gewesen, dass ich musste. Sonst hätte ich ja einige Kämpfe überhaupt nicht schaffen können. Glaube ich, gefühlt. Oh nein. Warte. Hier hat er das letzte Mal gespeichert. Ich dachte, der hätte da unten gespeichert. Okay. Hä? Sind die jetzt da durchgekommen irgendwie? Ich meine, mit ihm ist ja sowieso leichter, ne? Mittlerer Kämpfer, toll. Aber wo... Ach, da. Ich wollte aber wenigstens wissen, wie lange die Großen brauchen, ne? Okay, er ist ein bisschen angekratzt, ist aber nicht weiter schlimm. Also ich wollte nur wissen, wie lang wir mit Otto brauchen, die Großen zu besiegen. Vielleicht bleibt es jetzt aber auch weg. Ich wollte halt eigentlich bloß mal bei dem blöden Stein gucken, was das da ist, ob ich da was abbauen kann. Nee. So, warte, ach, da stand er. Sumi-Friend. Ja. Ich hoffe, die Kacke passiert jetzt nicht nochmal. Obwohl ich schon gerne ein bisschen Revanche hätte, aber... Ja, sonst kommen wir ja gefühlt ja gar nicht voran. Das mit der Ausdauer, boah, ich hoffe, die kann ich auch irgendwie leveln. Boah, eine Runde runter. Und so wie ich das da schon wieder sehe, den schönen Schein, das ist unvermeidbar. Ich hoffe, ich hänge hier nicht zu lange dran fest. Aber ich will halt unbedingt wissen, ob man bei dem Stein da irgendwas abtüdeln kann. Ja, das wissen wir. Überspringen kann ich es aber auch nicht. Oder ich muss halt wirklich mit parieren. Ja? Oh. Perfekt. Hä? Was sagen die? Nee, ich hatte eine andere Idee gerade. Ich weiß nicht, ob die auch irgendwas schmeißen können. Oh. Oh, Junge, was eierst du so?
Alter, er hat da richtig böse rum. Na toll. Oh, Junge, oh. How can the creature that big hide so easily? Oh. Ich werde doch mal irgendwen da treffen. Das kannst du. Ey, du kannst mir jetzt. Hör mal auf, so rumzueiern. Das ist ja furchtbar. Lol, genau den falschen. Und jetzt habe ich nicht mehr. Und nachher geht meine Waffe kaputt. Na toll. Ja, okay, ich probiere es mal mit Parieren. Nein, Alter! Willst du mich verarschen? Junge! Oh, was? Wie fies war das? Weil ich aus Versehen auf Ernst gekommen bin, ne? Ah, okay, gut, parieren. Also parieren. Na, komm schon. Brauche ja gar nicht mal so lange. So, jetzt noch auf die Kleinen. Und ich muss mir bald wieder eine neue Waffe basteln, ne? Komm mal her hier. Ich meine, die sind... Ne? Kannst du drauf scheißen? Wir looten erstmal ein bisschen. Also ja, da muss man echt... Da muss man echt reinkommen. Habe ich jetzt auch was genommen? Ich weiß jetzt nicht... Ah, das kann wahrscheinlich dann unser Dings aufsammeln, ne? Unser Troll. Da war doch irgendwas aus Energie Heilung machen. Gegenstand. This will make the perfect spearhead. Oh gut, wo hatte ich denn das nochmal gehabt? Nee, das brauche ich nicht. Gesundheit 1. Kann er mal. Okay, muss mal gedrückt halten. Okay. Wo war denn nochmal das Crafting-Menü? Oh nein! Jetzt habe ich mir zu sehr Zeit gelassen. Oder zu lange Zeit gelassen. Ich wollte gerade sagen, konzentriere dich doch nicht auf den falschen, Mann. Wir haben ja noch eine andere Waffe, so ist nicht, ne? Und die schwierigen Gegner sind weg. Ah, lol, jetzt habe ich bloß diesen dämlichen Knüppel. Okay, da ist schwierig mit. Alter! Sag mal, willst du mich verarschen? Ah, jetzt fängt er den nächsten an. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Ich wollte wenigstens nochmal schnell was nehmen. Ich meine, das Schlimme ist, die kommen ja die ganze Zeit da raus, ne? Ich wollte doch eigentlich... Aua. Ich weiß, dass meine Waffe Haltbarkeit der Waffe nachlässt, Mann. So, ich wollte gucken, was das hier ist. Ach, das macht der Troll. Na, super. Nimm das mal mit. Ich brauche langsam wieder was zu essen, ne? Wo hatte ich ein... Nur falls die nächsten kommen... Ich muss da mal. Ich weiß ja nicht, wo der rüberkommt. Auch nicht schon wieder. Oder wo ich jetzt hin muss. Also ich muss ja irgendwie den Troll rüberkriegen, um das wahrscheinlich zu verschließen. Nein. Voll. Ja, geh hoch. Ach, na toll, jetzt darf ich nicht klettern. Oh. Er blockt auch nicht. Ich bin nochmal tot. Mann, ihr nervt. Warum darf ich aus der Kampfsituation nicht fliehen?
Och, jetzt stirb doch endlich mal. Kann ich nicht so? Also sowas sollte man wahrscheinlich nicht essen. So. Ja, noch ein Treffer und ich bin weg. Oh, das ist eine lahmarschige Steuerung. Ich will es eigentlich nicht unbedingt auf die Steuerung schieben. Ich wollte einfach bloß wissen, was bei dem scheiß Stein da ist. Ich werde jetzt mal da hochkraxeln und da mal gucken, ob ich die Troll da irgendwie rüberkriege. Weil das ist A einfacher und zweitens brauchen wir das sowieso, um das da, glaube ich, zu verschließen. Deswegen, pff. Ach, nee. Ach so, ist auch kacke. Ich wollte sagen, so weit weg ist er doch nicht. Problem wird es halt bloß mit dem Großen, auch wenn es noch andere Große irgendwie gibt. Wir müssen allerdings erstmal hier Otto erstmal rüberkriegen. Ja, super, Alter. Mit dem Stein. So, haben wir es jetzt? Wir haben es jetzt. Okay, wir müssen ja Otto erstmal rüberkriegen und dann ihn hier. Weil er hat gesagt, mit dem Flugzeug. Also, weiß nicht, ich werd mich mal oben hinstellen und mal gucken, ob ich dann irgendwie rüberkomme. Mit unserem Großen hier. Oh Gott, ist das mal behebe. Haben wir in der Folge überhaupt schon irgendwas anderes geschafft? Ich glaube nicht, ne? Aber ich würde es halt ehrlich gesagt gerne. Ist halt bloß kacke. Ich bin beim Anfang nicht davon ausgegangen, dass die da immer und immer wieder spawnen. Lol. Aber warum muss... Das... Hä? Weil jetzt habe ich gerade den... Jetzt habe ich... Glück ab. Ey, jetzt habe ich gerade den Durchgang gesehen. Warum? Und da sind die ja auch hergekommen, ne? Warte mal, ich wechsle jetzt schon mal. Ich lege die Kacke mal ab, wenn ich das mal darf. Och, Typ. Geht doch. Weil hier ist doch der Durchgang. Oder geht's hier nicht? Hä, warum muss ich das so kompliziert machen? Ich bin ja davon ausgegangen, da komme ich auf jeden Fall durch. Sorry, ich sollte mich erstmal richtig umgucken. Ach ja, kommt rausgescheißert. So. Ist mir erstmal noch egal. Ich mache die erstmal weg. Ich meine, so viele waren es ja nicht. Immer noch nicht tot? Doch. Okay, mal gucken. Ich kann das Ding nehmen. Auf die Spalte zielen. Da so oder was? Oder? Ah, okay. Okay, reicht aus. Cool. Ich finde es trotzdem ein bisschen komisch, warum ich ihn extra... Ich vergaß. Vielleicht hätte ich mich mit dem Troll runterstellen sollen. Warum ich ihn extra so darüber bringen muss. Also musste ich wahrscheinlich gar nicht, oder? Wo ist denn jetzt unser Freund? So. Heb mich mal hoch. Sorry, dass das jetzt echt so lange... Easy there. Ganz ruhig, ganz ruhig, ne? So lange gedauert hat, ich folge einfach mal den Weg hier. Weil das Blöde ist halt, habe ich noch irgendwas vergessen bei den Markierungen oder was? Ich weiß nicht, was das Spiel von mir will. Also ich glaube, zu den Aufblinkenden muss ich eigentlich hin. Bin ich genau in die falsche Richtung gelaufen? Ah, ihn brauche ich, um da hochzukommen. Okay.
Okay, schön. Weil ich habe jetzt da bloß hier so ein Ding gesehen. Und. Ja, this will make the perfect spearhead. Jojo. Bin aber wegen was anderem hier, ne? Und den machen wir hier mal noch. Ein paar Speere. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich direkt genau in die falsche Richtung gelatscht bin. Warte, so. Und aufstehen. Also ich hoffe, man hört die. Ich weiß nicht, ob das. No, naja, hört sich fast an wie eine Kreissäge, aber. Warte mal, da ist noch irgendwas. Glocke. Hä? Okay, weiß ich nicht. Da ist noch ein Stein. Da ist noch, wo ich vielleicht oben hoch kann. I have to block all the cracks in the ground, or they'll keep coming. Makes hunting boar simple. Ja, warte mal, wo hatte ich denn hier nochmal meine Steine? Ich würde sagen, lass den Jungen in Ruhe. Ah, da haben wir noch Steine. Warte, ich mach den erstmal tot. Nee, das sind keine Steine. Was soll ich denn da? Ja, da brauche ich eine spezielle Waffe für. Okay. Warte mal, ich muss mal. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht raus. Oder er kommt mit. Oh, warte, warte, warte. Da kommen schon wieder welche, ne? Ist er mitgekommen? Er ist nicht mitgekommen, ne? Ich finde halt keine Felsen. Ah, warte, auf die andere Seite rüber. Oder ich muss mit dem speziellen, ja, weiß ich nicht, Schwert da oder was das da ist. Das erstmal machen. Aber das Problem ist halt, das könnte halt auf den Sack gehen, wenn hier nicht genug. Aber er kann sich doch alleine wehren, oder? Ja, den Speer habe ich ja nicht. Ich gehe da erstmal weg. Ich meine, zurück komme ich ja nicht mehr. Da ist ein Spezi-Punkt, da ist ein Spezi-Punkt. Ich bin. Kommt die jetzt schon wieder angescheißert? Wahrscheinlich, ne? Alter, dass er keine Ausdauer hat. Lol. Das muss man ja auch mal wissen. Ich dachte, ich muss halt immer auf das Rad gehen. Einfach R1. Ganz automatisch. Warte mal, was war das gewesen? Verwandelt Zauber gesundes Selbstzeit. Ja, hab ich. Okay, gut. Bleib mal hier stehen. Ich werde mal mit Dings hier erstmal suchen, wo ich da hin muss. Da denn? Na. Ja, this will make the perfect spearhead. Ja, aber ich weiß wieder nicht mehr, wie ich in dieses Dings reinkam. Okay, wir müssen eh da drüben nochmal was machen. Weil ich glaube, ich muss mit der perfekten Speerspitze, muss ich da Felsen rausbrechen, damit wir die Dings zumachen können. Haben wir's? Okay, wir haben erstmal Ruhe. Wie bin ich denn auch nochmal zum Crafting-Menü gekommen? Nee. Da auch nicht. Da auch nicht. Einfach geschnitzt aus. Ja. Aber das ist ja nicht das, was wir wollten. Wie bin ich denn zum Crafting-Menü gekommen? Verstehst halt nicht. Also hier komme ich hin. Oder war das so? Nee, das waren Talente, Fähigkeiten. Toll. Also Trophäen kann man hier super absahen, weil ich jetzt zu dämlich bin, das Crafting-Menü zu öffnen. So, ich lasse den nochmal hier stehen.
Talente, Fähigkeiten, Sammelgegenstände. Das war's nicht. Das war's auch nicht. Nein. Nein. Auch nicht. Also egal, was ich beim Dings drücke, beim Kreuz, ist egal. Ich konnte mir doch so ein Scheiß... Also die Folge wird relativ lang jetzt gehen, aber es... Warte mal, vielleicht kann ich in den Optionen auch einfach mal gucken. So. Vielleicht kann ich in den Optionen auch einfach mal gucken. Achso, Kapitelnummer ist schon. Nee, ich weiß ja nicht, wo der noch gespeichert hat. Das war's nicht. Fähigkeiten, okay, Sammelgegenstände, juhu. Aber wie bin ich denn da hingekommen? Ach, hier. Entschuldigung. Aber kann ich das denn überhaupt machen? Das ist ein Schwert mit grüner Scherbe. Brauche ich den? Schaden 20. Ist das nicht einer mit blauer Scherbe? Hier, mit blauer Scherbe. Den brauche ich doch. Ich weiß halt nicht, wohin. Also ich habe jetzt meine Taktik erstmal gefunden, dass die mir nicht auf den Sack gehen. Ach, da ist noch einer. Und wir haben einen Trophäen ein Geheimnis, das ist auch schön. Ich brauche aber einen mit blauer Scherbe. Was ist ich, wo hier einer mit blauer Scherbe ist, damit ich hier das mal rausbrechen kann? Das ist halt ein bisschen das Doofe. Oder ich bin auf dem falschen Weg. Ich... Lol, vielleicht sollte ich auch einfach diesen bescheuerten Stein hier nehmen, der hier hinten noch rumliegt. Und ein bisschen mehr auf die Mini... Das tut mir echt leid. Dass das so stockend läuft, aber... Warte. Huh. Maybe I should just call him Troll. Jo, mach das mal. Oh, so. Damit wir hier endlich mal Ruhe haben. Ja, Problem ist bloß, ich brauche hier, um hier durchzukommen, trotzdem eine blaue Scherbe. Und ich habe keine Ahnung, wo man die herkriegt. Aber vielleicht kann ja auch sein, dass das ganze Spiel so ist, ne? Dass man relativ viel rumrätseln muss. Warte mal, ich werde mal kurz... Hä? Okay, es sind Haufen Waffen, ne? Sind ja jetzt keine... Ja, Holzschläger. Ich weiß auch nicht, ob wir da irgendwann mal ein Maximum haben. So, alles mitnehmen. Oder ist vielleicht hier oben manchmal so eine dämliche blaue Scherbe? Ich habe das bloß nicht gesehen. Weil wir konnten ja hier hoch. Ich weiß halt leider nicht, wo der als letztes gespeichert hat, ne? Sonst ist ja der ganze, der übelste Fortschritt, den wir bisher gemacht haben, verloren. Was war das jetzt für ein Geräusch? Ein Tipp oder sowas? Warte mal. Bei ihm liegen halt noch immer übelst viel Zeug rum, ne? Ne, der falsche Richtung. Wo war denn jetzt? Weil ich habe gedacht, okay, vielleicht kann ich... Wo ist denn der jetzt hier? Mal gucken, ob das geht. Wenn ich mir jetzt da vorstelle, weil kann auch sein, dass er zu klein ist. Das habe ich nur gemacht. Ah, okay, so heilen wir uns wieder selber. Juhu. Aber vielleicht geht das ja trotzdem. Dass wir so einfach da hinkommen. Wahrscheinlich brauche ich erst irgendwas, was ich wieder als Brücke nutzen kann, aber da brauche ich ja zwei dafür. War das die Seite? Nee, das war die andere Seite, ne? Okay, ich kann ihn nicht einfach so hier hoch. Auch von der Seite nicht. Wo kann ich hier? Schade. Heißt also für mich, ich muss irgendwas finden, damit ich ihm hier... Oh. Hey, steady there.
Ihr könnt es euch denken, ne? Ihr könnt es euch denken. Du kannst das ruhig auf die absetzen. Du setzt das doch mal ab, Mann! Ist hier noch wer? Wo denn? Wo denn, wo denn, wo denn? Hä? Ach, da ist der Kleine. Ja. Vielleicht ist dafür der bekackte Flügel da. Hä, was denn nur schon? Och Mann, leck mich doch am Arsch, Alter. Warum sind die jetzt schon wieder da? So. Ist jetzt hier mal fertig. Na, natürlich ist jetzt hier noch nicht fertig. Sag, ist jetzt hier endlich mal Ruhe. So. Ernsthaft? Nee, komm. Das geht eben sonst ziemlich auf den Sack. So, ich will den eigentlich bloß noch darüber bringen. Also die Folge ist, ja. Ah, sorry, dafür, dass ich dann so wenig geschafft habe, da muss ich dann schon ein bisschen mehr, ne? Bieten. Oh, ich will wenigstens darüber und ich weiß halt gar nicht, wo, wie das Speichersymbol aussieht. Das ist halt das Problem. Ich will das dann schon geschafft haben oder speichern, ne? Okay, wenn man weiß, wie es geht, natürlich ist es immer einfach. Ach, aber trotzdem. Trotzdem. Warte. Hä, wo waren. Er ist aber auch so behäbig, ne? So, dann hier noch einmal. Danke dir. Und rüber. Vielleicht denke ich hier auch immer einfach zu kompliziert, genau. He's big. Not easy to hide. So how do trolls hide? Hä? Oh. Okay. Warte. Okay, hier geht er automatisch mit dem Flügel weg. Das war irgendwo hier hinten gewesen, ne? Also, ich will ihn da bloß noch rüberbringen. Ich weiß halt nicht, wann er speichert. Und ich will ja auch jetzt, auch wenn ich weiß, die Geschichte wird ein bisschen länger gehen. Ich will dann jetzt keine Stundenfolgen und so machen. Ne? Also, weil ich außerdem, bevor ich das aufgenommen habe, dann noch gesehen habe, okay, Plague Tale oder der zweite Teil kommt ja auch im August, Oktober raus. Habe ich vollkommen vergessen. Deswegen werde ich wohl, ja, also das kommt dann da als nächstes. Oder hier auf dem Nachmittagsspot als nächstes, aber bis dahin möchte ich erstmal dann links durchhaben und nicht auf Krampf. Ne? Also, dass ich dann unbedingt. Ne? Ich würde schon mal sagen. Ich hoffe einfach mal, es hat hier gespeichert. Ich habe jetzt nichts gesehen. Oder komm, wir können noch mal ganz kurz rüber gucken. Weil ich brauche ja erstmal sowieso eine blaue Speerspitze, ne? Und ja, da sind wieder Leutchens, was aber ungünstig ist. Und das sieht so, okay, da ist grüner, das sieht so arena-kampfmäßig aus. Warte mal. Nee, wo waren da? Nein. Nein. Okay, pass auf. Lass das Ding los. Lass doch mal das Ding los! So, ich würde einfach bloß, dass das loslässt. Wie hätte ich das nochmal gemacht? Hat das automatisch ausgerüstet? Ausrüsten. Und nun?
Okay, sollte ich. Gut, wenn ich das da reinschmeißen muss, dann ist es vielleicht nicht direkt. Ich würde es mal gucken. Ach, der eiert aber auch was rum. Mir scheint so, als ob es nicht. Oh, da muss ich hier lang. Ich kann sagen, mir scheint so, als ob es nicht so richtig wie. Ach man. Ich will es halt echt nicht übertreiben, weil ich glaube, das geht jetzt langsam auf die 50 Minuten zu. Wir werden uns auf jeden Fall an der Stelle hier wiedersehen. Hat das hier irgendwelche Auswirkungen gehabt? Nee, ne? Leider nicht. Und ich habe aber auch. Habe ich den bloß einmal gehabt, den Speer? Ich habe den halt wirklich bloß einmal gehabt. Oha. Ja, auf jeden Fall konnte ich dann vielleicht doch ein bisschen was zeigen. Und dann sehen wir uns morgen da in der Höhle wieder. Wenn es nicht gespeichert hat, ich weiß ja jetzt wenigstens, wie es geht. Dann kann ich schnell bis dahin spielen. Würde trotzdem sagen, ich sollte dieses trotzdem da, glaube ich, immer weglassen, oder? Ich würde dann an der Stelle sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es dann, denke ich mal, vielleicht auch da unten in die Arena reingeht. Also, er heißt Bigfoot. Wir nennen ihn einfach Bigfoot. Ist ein schöner Allgemeinname. Für diese Art von Lebewesen. So, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen. Bis dann. Ciao, ciao.